Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Diesmal wieder mit einem Monsterdrink. Und zwar mit dem grün-blau-türkisen. Ich bin gerade etwas überrascht, dass es so gut funktioniert. Ja, hi, übrigens. Ich dachte, ich fange mal an. Ja, sehr schön. Ist doch mal was anderes. Finde ich gut. Wir haben diesmal Monster Rehab. Grüner Tee mit Energy, ohne Kohlensäure. Das ist schon cool. Mit Tee und Grüntee-Extrakt mit Taurin, Guarana, dem üblichen leckeren Zeug. Revive steht hier oben noch. Da. Rehydrate, Refresh. Ja. Revive. Was der nicht alles kann, doch. Alles. Rehab halt. Wir tanzen heute die Nacht an der Decke. Ja, der wurde uns empfohlen. Der soll wohl sehr, sehr gut schmecken. Und da wir auf der Suche sind nach einem, der uns mal wieder gut schmeckt, dachten wir, da ist er. Ich glaube ja nicht dran. Wir werden sehen. Ohne Kohlensäure ist schon mal kein gutes Zeichen. Und heute auch mal wieder nur einen, da wir zurzeit keine Erfrischungsgetränke mehr haben, sondern nur noch Energy Drinks. Wir könnten ja mal die Cola testen oder so, aber das ist halt Cola. Welche Cola? Achso, die kaltgestellte Cola, ja, die Billig-Cola von einem bekannten Billig-Supermarkt. So, wer möchte aufmachen? Ich bin voll, Daddy. Sie hat mir etwas. Das handelt aus dem Zischknack, frischer Geschmack. Was war das denn? Was denn? Zischknack, frischer Geschmack. Welches ist doch auch irgendwas zum Essen? Das müsst ihr jetzt mal raten. Ich weiß es gerade. Also ich weiß, dass es aus einer Werbung ist, aber. Zischknack, frischer Geschmack. Keine Ahnung. Also ich weiß, dass es gibt, ich weiß aber nicht, von was es ist. Wie sieht's denn aus? Naja, Pippi. Pippi, Wasser. Oh, aber so richtig Pippi. So, Sekunde. Entschuldigung, aber wie stinkt das denn? Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wo die Wand ist, aber ich halte es einfach mal hier hin. Also es ist auch wieder ein bisschen trüb, dunkles Pipi. Nach grünem Tee oder sowas? Nee. Das riecht nach allem, aber nicht nach schwarzer grünem Tee. Ist auch Tee. Irgendwie, glaube ich. Mit Tee und Grüntee-Extrakt. Na, wie schön, dass ich keinen schwarzen Tee mag. Schwarzer und grüner Tee, genau. Warte mal. Also 10 Kilokalorien. Ist da Pfirsich mit drin oder was? Warte, ich gucke. Koffeinhaltiges, hypotonisches, stilles Getränk mit Schwarz- und Grüntee-Extrakt, Taurin, Guarana, B-Vitamine, Zucker, Süßungsmittel, Goji-Beere, Kaktusfeige, Limette, Ananas, Apfel, Acai. Falls übrigens gleich das Dach über uns wegfliegt, es liegt an Xaver. Ja. Der Depp. Wir nehmen an Nikolaus auf, an Xaver-Tag 2. Wie bist du überhaupt hergekommen? Mit dem Auto. Ja, ging. Gut. Also keine umgefallenen Bäume, keine großen Äste. Ich war erstaunt. Also es hat nicht so viel Auswirkungen, wie ich gedacht hätte. Ja, gut, dann geht's ja. Du darfst das erste. Also nichts mit Pfirsich, sondern Ananas. Ich finde, Ananas ist es irgendwie. Stimmt, das kann sein. Zumindest vorne dran. Jetzt kannst du sehen, könnte ich krieg Gänsehaut. Geht so gut? Geht. Doch, also, so gut? Geht. Ist halt, mir fehlt die Kohlensäure. Wie beim letzten Mal auch schon. Komm, hau rein. Es schmeckt, als hätte man... Jetzt kommt's. ...ein bisschen schwarzen Tee in dieses Wasser reingekippt, was aus den Konservendosen von Ananas rauskommt, also der Ananassaft oder was, ja, das ist ja so eine Einlage, wo die halt reinkommen. So schmeckt es. Wie Ananassaft mit ein bisschen aber schwarzen ich find, Tee. Den grünen Tee schmeckt man auch ein bisschen. Finde ich gar nicht. Und bitter ist es dabei auch noch. Ja, aber nicht doll. Also jetzt nicht so wie Bitter Lemon oder so. Nee, das nicht, aber... Naja. Also, dass ich jetzt Juhu schreie und sofort losrenne und Alter, und was da alles drin sind, wa? Also, ich meine, von der Dose ist das hier alles Inhalt. Ich
ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen, wie viel. Das ist ja ein Drittel der Dose. Das ist ein Energy Drink, was erwartest du? Ja, aber... Da ist ja auch nichts Natürliches drin. Naja, aber da hatten wir schon andere, die nicht so viel drin hatten. Da haben wir das mal vorgelesen. Wenn ich das hier alles vorlesen würde, Mineralsalz, Panax... Na, verwechselt das jetzt aber nicht mit dem Katerkiller zum Beispiel. Da war ja nicht so viel drin, aber das war ja auch kein Energy Drink. Genau, das war kein Energy Drink. An mir war es so, als hätten wir schon mal welche gehabt, die nicht so viel drin hätten. Ich habe das alles verdrängt. Ja, besser ist wahrscheinlich. Ja, Zero. Fazit. Geht, kann man trinken. Mir fehlt die Kohlensäure, muss ich auch sagen. Also... Irgendwie so. Ja, so. Also, aber ich muss sagen, besser als zum Beispiel das ursprüngliche Monster. Oh. Hat das Grüne nicht Kohlensäure? Ich glaube ja. Kommt den haben wir ja auch noch stehen. Der kommt auch noch. Also, wenn der mit Kohlensäure wäre, ne? Das wäre geil. Das wäre dann wär auch schon wieder das lecker. Das wäre richtig super. Da würde ich ihn nehmen. Aber so? Also so nehme ich ihn auch, weil er, wie gesagt, besser schmeckt als viele andere, die wir probiert haben. Ich finde, man schmeckt das Taurin nicht so raus. Das finde ich ganz angenehm. Das stimmt. Durch diesen Ananassaft. Ein Killermix aus Tee-Extrakten, Ananas, Elektrolyten. Wenn wir jetzt noch Ananas hätten, die wir da reintun könnten. Das wäre auch schon wieder witzig. Das wäre schon fast wieder ein Cocktail, da bin ich wieder dabei. Können wir ja machen. Monsterbowle. Alles zusammen in eine große Schüssel. Dann hast du so halb Kohlensäure und dann geben wir noch Früchte da rein und dann schmeckt es bestimmt ganz eklig. Ja. Geil. Und dann kotzen wir live. Im Internet. Oh, das wollt ihr auch nicht sehen. So, aber eins müssen wir noch ansagen, weil ich glaube, wenn das Video hochkommt, dann ist es schon soweit, dass wir soweit sind. Oh ja, oh ja. Ja. Dann kommt schon ein besonderes Special. Bald. Meinst du das? Was? Denkst du das? Oh, oh, nein. Sag du an. Gut, und zwar könnt ihr ab sofort mitmachen bei unseren Let's Tests. Und zwar haben wir uns überlegt, uns wurde ja schon ein Angebot gemacht für eine... China-Suppe. Eine China-Suppe, die sehr delikat und sehr feurig sein soll. Oh. Und wir wurden gebeten, unsere Adresse rauszugeben. Das machen wir natürlich nicht und von daher haben wir eine Art Postfach eingerichtet. Die Adresse schreiben wir unter die in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das rauskopieren und dann seid ihr in der Lage, uns allen möglichen Scheiß zu schicken. Was ihr wollt. Ja. Außer. Ich würde sagen, aber. Jetzt kommt's. Bitte nichts, also erstens nichts Verderbliches, nichts, was ihr irgendwie selber gekocht habt und was hier noch 3 Wochen im Postfach oder bis wir es aufmachen, umgammeln könnte. Also nichts, was aus dem Supermarkt, aus dem Tiefkühlregal oder aus dem Kühlregal kommt. Sowas nicht. Ja. Bitte nicht. Genau. Wie ist es mit selbstgebackenen Keksen? Wird schwierig. Ja, also alles, was länger haltbar ist, ist okay. Ja, also sowas würde gehen. Also ich würde jetzt empfehlen, dass ihr zum Beispiel Sachen schickt, sind Süßigkeiten, die ihr super gerne esst oder die ihr selber total ekelhaft findet. Chips, Knabberkram, halt was euch so einfällt oder eben so eine Instant-China-Suppe. Genau, Instant-Suppen oder Instant... Dosenfutter, auch alles möglich, also alles, was so haltbar ist. Gerne, kein Problem. Wir sind uns ja für nichts zu schade und haben auch so ein bisschen Angst. Wir behalten uns allerdings noch vor... Oh, jetzt soll man das sagen? Ich esse alles. Du kannst ja nicht. Ich kann ja sowieso nicht alles essen. Okay, ja, das ist aber... Bei mir müsst ihr dann auf... Aua. Aua. Büchertisch, Büchertisch. Nee, bei mir müsst ihr da darauf achten, dass keine Milchbestandteile drin sind. Also weder Süßmolkenpulver, noch Spuren von Milch, noch sonst irgendwas. Aber... Das ist auch mal schön. Dann kann keiner was ja, testen. Toll, ich beobachte super. Das Gesicht. Du darfst mir da die Haare halten, wenn ich kotze. Das willst du ja gar nicht. Ich schick dich da nach Hause. Ja, alles schon da gewesen? Ja, Jule hat halt eine Milchallergie. Also alles, wo Milch, Butter, ähnliches drin ist, geht nicht. Solltet ihr irgendwas selber backen wollen, oder man weiß ja nicht, auf was für Ideen ihr kommt. Ja, oder... Wisst ihr ja nicht, was wir für ein kreatives Publikum haben. Gott. Einfach durch Pflanzenmargarine ersetzen oder sowas. Das funktioniert. Das funktioniert. Ja. Aber keine Halbfettmargarine oder sowas. Da ist ja auch wieder, also steht ja auch immer drauf. Ja, genau. Man muss sich da sehr genau leider an die Inhaltssachen dann. Das ist schwierig. Da könnt ihr mal drauf achten. Ist auch toll, wenn man so Kochabend macht oder so. Ist super. No. Ja, dann fällt dann vieles weg. Aber ansonsten, wie gesagt, ich kann alles essen. Ich bin mir für nichts zu schade. Und ja, vielleicht habt ihr Lust, uns was Schönes zu schicken. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Oh ja. Oder auch nicht. Freuen. Schauen wir dann mal, wenn es dann da ist. Oh Gott. Also ich bin gespannt.
Ja, wir sind sehr gespannt. Wie das alles geht, steht dann in der Beschreibung und ich denke auch nochmal in unserer Kanalbeschreibung, da können wir das ja auch noch mit reinschreiben. Ja. Also überall, wo wir dann in den ganzen Netztests und so wird es dann auch stehen. Auf Facebook können wir es auch nochmal posten. Facebook, dann auf Google Plus und überhaupt. Ihr werdet es nicht übersehen. Falls ihr uns was schicken wollt, ihr findet die Adresse. Juhu. Sonst kann ich sie auch nochmal einblenden im Video unten hier so. Ja, aber das ist so. Also ich würde nochmal erklären, wo was hin muss, weil das ja ein bisschen. Ja. Schauen wir mal. Wir kriegen es hin. Und wenn nicht, habt ihr ja auch Connections, uns zu fragen. Ich habe einen kurzen Draht zu. Auch die Post hilft gerne weiter, oder auch nicht. Die Post. Auf die haben wir jetzt Wochen warten müssen, deswegen sind wir gerade so ein bisschen. Aber jetzt geht's endlich los. Und damit? Ich freue mich. Prost, wir sagen Prost. Und wir sehen uns dann im nächsten Letztest. Vielleicht schon mit euren Sachen, die ihr uns geschickt habt. Oh, ich bin gespannt. Ja. Also, bis dann.